Das wollte ich als Kind werden. Also als Kind wollte ich ganz lange Lehrer werden, weil ich fand das ganz faszinierend, sein Leben lang lernen zu können und dafür noch bezahlt zu werden und dann viel Ferien zu haben. Das mit dem Leben lang lernen, das habe ich als Journalist verwirklicht. Das ist super. Ich kann mein Leben lang lernen und werde dafür bezahlt. Der beste Rat meiner Mutter. Der beste Rat meiner Mutter war bei den ersten Aufsätzen immer, schreib erst noch mal was auf. Schreib einfach ein paar Sätze auf. Du kannst das immer durchstreichen, noch mal von vorne anfangen. Aber wenn du schon mal was aufgeschrieben hast, kannst du daran weiterarbeiten. Ich habe unterschätzte Talente als? Nochmal, ich habe unterschätzte Talente als Landwirt. Ich wollte den Hof ja zu Hause nicht übernehmen, aber sozusagen jetzt habe ich mir da ein bisschen Land gekauft und da ein bisschen Land gekauft, setze Weidezäune und mache all diese Dinge, die man als Landwirt so macht. Meine heimliche Schwäche. Meine heimliche Schwäche ist Kuchen. Mit Kuchen konnte man mich schon im Zivildienst bestechen. Die Ordensschwestern haben es immer probiert, wenn ich irgendwas besorgen sollte, was eigentlich nicht vorgesehen war nach den Regeln des Ordens, dann kriegte ich Pflaumenkuchen. Mein Vorbild. Mein größtes Vorbild ist Elke. Elke war Chefredakteurin, sie war nett, sie hat einen ermutigt und sie kann reden. Sie kann so reden, wie ich noch niemand habe reden hören. Das bewundere ich total. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Also wenn ich für mich selbst werben sollte, dann würde ich immer sagen, erzähl's mir, ich erklär's dir. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Also am Tag meiner Beerdigung würde ich ja selber nichts mehr hören, aber die Gäste der Beerdigung, die sollen eine ordentliche Band kriegen. Keine Trauermusik, eine ordentliche Band und ein großes Fest. Und dafür muss dann auch Geld da sein, wird Geld zur Seite gelegt. Turi 2 Edition. Inspiration für Meinungsmacherinnen.